Wenn Christen sterben, dann muss das ein Fest sein. Das hat der Gründer der Stiftung Schleife, der Gary Keller, vor ungefähr 3 Jahren in einer Predigt gesagt. Natürlich ein bisschen provokativ, wie es zu ihm auch ein wenig gehört hat. Und nun ist das eingetreten, das mit dem Tod, worüber er damals gepredigt hat, bei ihm persönlich. Also er hat am letzten Sonntag, am 23. April 2023, auch selber nun diese Schwelle überschritten und ist im Alter von 92 Jahren verstorben und in dieses Neue eingetreten. Wie er sagte, wir werden dann Jesus sehen, ich werde dann Jesus und auch Gott, den Vater, sehen. Und ja, für Gary, der das so sagte, wenn Christen sterben, muss das ein Fest sein. Wie geht es wohl einem der nahen Weggefährten und einem engen Freund ein paar Tage jetzt nach dem Tod von Gary Keller? Wir sprechen mit einem, der ihn sehr gut gekannt hat, eigentlich den ganzen Weg fast miterlebt hat, auch die Gründung der Schleife und so weiter. Werner Tanner, herzlich willkommen hier im Gespräch. Danke. Ja, wie geht es die paar Tage danach jetzt, Werner, wenn du diese Einleitung hörst von mir? Wenn ich das höre, dann ist das, ich würde mal sagen, ganz typisch Gary. Gary denkt im Reich Gottes. Er denkt natürlich immer von der Zukunft her, von dem, was wir einmal sein werden und nicht, was wir sind. Und das war natürlich gerade in den letzten Tagen ganz wichtig, dass wir eben nicht einander anschauen, wie wir sind, sondern wie wir sein werden. Und so, das ist eigentlich sein Gedankengut, das er immer wieder weitergebracht hat. In Realität sind natürlich beide Seiten da. Es ist, man kann nicht nur von einem Fest sprechen. Es ist eben beides. Mhm. Es ist ein Fest, dass er nun sein Ziel erreicht hat und dass er nun von vielen Schmerzen und auch von schwierigen Seiten des Lebens erlöst wurde. Aber es ist natürlich auch ein Abschied nehmen, und Abschied ist ja nicht immer nur fest, sondern auch, man muss lernen, ohne ihn zu leben, und das schmerzt natürlich auch. Es ist immer beides. Und in diesen beiden, also eigentlich überhaupt meinst du, ich war ja durch die langen Jahre sind wir Freunde geworden. Und wenn wir miteinander zum Beispiel ein Seminar hatten, dann kamen eigentlich diese beiden Aspekte, die ich erwähnt habe, das Fest, aber auch die Realität, die Schwere von einem Alltag, da haben wir uns sehr gut ergänzt. Er hat immer gesagt, wenn wir zusammen etwas, zum Beispiel ein Seminar gemacht haben, also wir sind eine Lokomotive. Ich mache Dampf, dass das mal vorwärts geht, das Ganze. Und du bist der Leiter, der Lehrer. Du bringst mit deinem komplizierten Gestänge die Dinge wieder auf den Boden, was ich sage. Also das heißt, er macht Dampf, er hat die Glaubenskraft eigentlich aktiviert. Und meine Aufgabe war es, wenn wir zusammenarbeiteten, das Ganze wieder auf den Boden zu bringen, dass dann die Lokomotive auch fährt in seiner Richtung. Und das war eigentlich, ja, könnte fast sagen, das war so meine Aufgabe, ja, wenn wir zusammen irgendwo waren. Ja. Jetzt hat auch die Stiftung Schleife am Dienstag Worte gefunden oder versucht zu finden, auch für das auszudrücken, wie man jetzt Abschied nimmt von dieser großen väterlichen Figur und Stimme und diesem Freund, diesem Mann, der so viele tausende Menschen im ganzen deutschsprachigen Raum geprägt hat. Deshalb sprechen wir übrigens auch Hochdeutsch heute. Werner und ich haben das so abgemacht, dass auch viele, die außerhalb der Schweiz jetzt da mitschwingen, mit trauen und so weiter, auch das hören dürfen. Und sie haben geschrieben, die Stiftung Schleife am Dienstag: Unsere Herzen sind erfüllt mit großer Dankbarkeit für alles, was er in unzählige Leben in den weltweiten Leib Christi
und in die Stiftung Schleife durch seine gelebte Vaterschaft investiert hat. Da kommt diese Vaterschaft, dieses Stichwort, das einfach untrennbar bei Gary immer drin ist. Ja. Werner. Ja, das wurde ja natürlich auch von mir eine Vaterfigur, die hat sich aber dann gewandelt, würde ich sagen. Wir sind dann, man wird ja auch selber reifer im Glauben und im Geist, und zum Teil gab es Themen, die wir vielleicht nicht, ich nicht so ganz nachvollziehen konnte oder die ich vielleicht etwas anders ausgelegt hätte, aber die Liebe zueinander, die hat uns dann natürlich oder vor allem mich reifer gemacht und wir sind Freunde geworden. Also es war dann schon zu Beginn eine Vaterschaft, aber ja, das hat sich gewandelt und ich denke, es hat sich bei jedem gewandelt, der ihn dann länger oder besser kennenlernte. Er wurde eigentlich jedem dann zum Freund, weil er war wirklich ein Teamplayer. Darum war ihm auch der Leib Jesu ganz, ganz wichtig. Ja. Genau, und ich selbst hatte auch das Glück, ihn ein paar wenige Male erleben zu dürfen. Fall, da erinnere ich mich noch sehr genau, wie das war an einer ICF-Konferenz. Er hatte ja Beziehungen wirklich überall hin in die Werke und so viele gingen und gehen auch heute nach Winterthur, um irgendwo wieder auftanken zu können oder Orientierung zu finden und so weiter. Und das war an dieser Konferenz ein so heiliger Moment, als er auf die Bühne sprang, fast ein bisschen hüpft. Ja, ja. Also ich dachte, das kommt ein alter Mann und dann, oder, in seiner Art. Da ist er im Element. Genau. Und das war so schön, ihn da zu erleben, wie eigentlich, er hat noch gar nicht viel gesagt, als einfach die Leute angeschaut und mit diesem Herz voller Vaterliebe so, und dann einfach ein riesen Applaus und dann viele weinten schon, nur einfach diese Vaterliebe, die er ausgestrahlt hat. Das war schon. Genau, das war auch, es ist da übrigens interessant, er hatte eine besondere Beziehung zu Jugendlichen in Frankfurt, nachdem er hat, in diesem Film wird ja sein Bruch im Leben dargestellt, den hatte er dann wieder mal und ist, also er suchte dann eben Heilung und ist dann nachher Deutschland gereist und von dort dann hat er in Frankfurt eine Pfarrstelle übernommen und dort sind ihm die Jugend war ihm am Herzen und die sind ihm wirklich, ja, die sind bis in die Schweiz gereist, dann mit ihm. Ja. Es ist die Jugend, es ist das Kindsein, es ist das, was am Werden ist, das hat er wirklich zu wecken vermocht. Später dann, also hier in Seen dann, in Winterthur, waren das dann interessanterweise die alten Leute. Er hat schon eine Jugend, er hat einen Jugendgruppenleiter, das war Marcel Rebiay. Aber er selber hat sich dann, und zu denen gehöre ja natürlich auch ich, hat sich eher dem Mittelalterlichen wieder den älteren Menschen zugewandt. Und er selber bezeichnete das als eine Führung von Gott, dass er an jedem Platz, wo er ist, dann eben die Leute anspricht, die nicht er vielleicht sucht, sondern die ihm Gott, was soll man sagen, sie ihm anvertraut. Ja, ja, genau. Und genau, Werner, wenn du jetzt schon dieses Video kurz erwähnt hast, das Video, das wir beide sehr schätzen oder kennen, schon lief auch bei LiveNet vor einigen Jahren, über eigentlich kurz in 4 Minuten so, was dieses Zerbrochensein, Scheitern und so weiter eigentlich ausgelöst hat bei ihm in seiner Biografie, aber dann auch wichtig natürlich für seinen ganzen Dienst, für sein ganzes Leben. Und ich würde sagen, dieses Video, das schauen wir uns jetzt gleich miteinander mal an. Meine Berufung war es, vor allem am Anfang an Pfarrer zu werden. Also, ich will das auch eingrenzen und sage nicht einfach Pfarrer, sondern Prediger vom Evangelium.
Also es war eine Leidenschaft, einfach für das Wort. Und eine Leidenschaft, das Wort rauszubringen. Und schon im ersten Pfarramt total gescheitert. Nach 7 Jahren hat meine Frau dann gesagt, nicht mehr mit mir. Ich kann so nicht mehr. Weil ich habe natürlich im Grunde genommen gemein geheiratet und nicht meine Frau. Und für mich hat das bedeutet, das ist Ende Pfarramt, Ende Predigen. Nachdem dann im Gericht das Urteil gefällt war, bin ich aufs WC rausgerannt und habe geheult wie ein Hund. Und habe dann meine Kündigung beim Kinderwald eingereicht, weil ich gewusst habe, ich werde nie mehr auf die Kanzel gehen. Und da ist ein ehemaliger Missionar, ist hier Kinderwaldspräsident gsi. Und er hat mich dann zu sich geholt und hat gesagt, ich kenne die Hintergründe und ich mache sie jetzt zum kantonalen Hilfsprediger. Sie können jeden Sonntag irgendwo predigen, im Land rum und Pfarrer ersetzen. Und so bin ich dann im Land rumgetingelt. Aber es war ein 3-jähriger Kampf, wo ich dem Gott wollte beweisen, ich kann gar nicht mehr Pfarrer sein. Ich habe die Predigten auch nicht mehr vorbereitet, weil ich dachte, ich will dir zeigen, Gott, dass man so einen nicht mehr brauchen kann. Dann habe ich noch Heilpädagogik studiert und eine Ausbildung gemacht am Fernsehen für Film und. Und habe dort versucht, mit dem Boden unter den Füßen überzukommen. Immer mit dem Gedanken, nie mehr auf die Kanzel. Und in dieser Verzweiflung habe ich dann zum Römerbrief gegriffen. Und ich bin dann bis zum 7. Kapitel gekommen. Und beim 7. Kapitel ist dann der 20er gefallen, wo ich plötzlich kapiert habe, dass Gott ja eigentlich darauf wartet, dass ich meine Milch abgebe und endlich akzeptiere, dass es noch eine Gnade gibt, wo ich absolut nichts dazu tun kann, dass Gott mich liebt. Sondern dass Gott mich auch als geschiedener Mensch absolut lieb hat, bedingungslos. Und wo mir das in dem 7. Kapitel bewusst worden ist, bin ich noch in meinem Büro getanzt wie ein Löhli und habe gejuchzt und gejubelt und tobt. Aber für mich war das der Wendepunkt auch in der Verkündigung vom Evangelium. Dass es keine Vorbedingungen gibt, die ich leisten kann, sondern dass Gott mich absolut bedingungslos liebt, wie ich bin, mit all dem Zeug, das an mir hängt. Nicht nur, dass er mich liebt, sondern dass er aus dem Scheitern heraus wird, etwas Gutes machen. Und das ist es im Grunde genommen. Wir haben einen Gott, der in Trümmer hineinbaut und im Scheitern hineinbaut und das Scheitern benutzt, um noch etwas Besseres zu machen. Also es ist gar nicht immer nur, wenn die Umstände rosig ist und alles rund läuft, dass dann das Reich Gottes vorwärts geht, sondern manchmal müssen wir zuerst auf die Nase gehen und scheitern. Und das bringt manchmal das Reich Gottes viel, viel besser und kräftiger und schneller vorwärts, als wir es gut meinen und können. Ich meine, Paulus, oder, der vorher Christenverfolger war und Blut an den Händen hatte, der ist nachher zum Weltapostel geworden. Ich wäre nie an dem Punkt, wo ich bin, wenn ich nicht Blödsinn gemacht hätte. Ich sage nicht, dass Blödsinn der Weg zur Frucht ist. Aber ich sage, Blödsinn kann den Weg zur Frucht nicht versperren, sondern dort, wo wir uns demütigen und unsere Herzen zerbrochen sind, kann auch mehr Frucht entstehen. Also ich habe einfach keine Angst mehr vor dem Scheitern. Dass also Gary Keller, wie er einfach immer wieder unnachahmlich war, wenn er erzählte aus seinem Leben auch von dem Zerbruch und dann eben auch die Gnade, die dann so strahlt und die er entdeckte damals auch nach der Scheidung und allem eben dem Zerbruch. Werner Tanner, dieses Stichwort muss man vielleicht auch noch spezifisch bringen mit einfach die Gnade und wie das strahlte bei ihm über allem. Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist das Geheimnis überhaupt von seinem ganzen Charakter.
Da werde ich vielleicht noch andermal drauf kommen, aber als meine Frau Gilly und ich eingeladen wurden, als er in Seen als Pfarrer da begann, hat er uns eines Abends eingeladen und er wollte uns kennenlernen. Und als wir kurz bevor wir dann aufbrachen, zu später Stunde, da sagte er mir: Ich habe noch ein Wort für dich. Und er hat mir 2. Timotheus Kapitel 2, 1 mitgegeben: Du, mein Kind, werde stark in der Gnade und so weiter. Also was, da geht es dann weiter bis zu dem Punkt, wo er eben ja sagt, dass das, was, das ist ja Paulus, der dem Timotheus das sagt, aber er hat es eigentlich mir gegeben und gesagt, was du von mir lernen willst, das gib anderen weiter. Und das war eigentlich mein Berufungsvers dann, weil ich war damals noch nicht so, ich sage mir mal, ich hatte noch keine so starke Beziehung zu Jesus. Ich war vielleicht gläubig, ja, ich dachte, es wird ihm wohl irgendwie geben, aber er hat mich dann eben mit diesem Vers eigentlich angestachelt, könnte man fast sagen: Du, mein Kind, werde stark in der Gnade. Und so weiter. Also da kommen dann die nächsten Verse, und bei den nächsten Versen, da spricht eben Paulus dann die Regeln an, die man kennen muss. Und ich war damals Primarlehrer, und ich habe zu Geri dann gesagt, ich habe es da so kurz übersprungen, was er mir da mitgibt, nach Hause, und habe gedacht, ja, okay. Ja, aber die Regeln kenne ich nicht, eigentlich. Da wird von Regeln gesprochen, und als Lehrer hatte ich natürlich das Gefühl, ja, jetzt gibt es hier auch noch Regeln. Ja, und dann haben wir ein Gespräch abgemacht, weil ich zwar diesen Vers von Gnade verstanden habe, aber die Regeln nicht. Wusste nicht, was er damit meint. Und wir haben dann abgemacht, und ja. Interessanterweise dachte ich, er wird jetzt mir einen Vortrag halten über die Regeln, die ich zu befolgen habe. Aber interessanterweise hatte er dann in seinem Studierzimmer, saß ich da auf meinem Sofa, und er mir ein Tisch voller Bücher hinter den Büchern, und hat gesagt: Ja, Werner, ich glaube, am besten ist, wir beten. Und als er dann zu beten begann und in wirklich in starken Worten diesen Jesus anrief, da hatte ich eine Begegnung mit Jesus während diesem Gebet. Und da bin ich dann auf den Boden gefallen. Das wird auch im Buch Verstage, erkläre ich diese Begegnung mit ihm. Und da waren dann die Regeln alle geklärt. Ich sollte mein Leben in viel radikaler Weise diesem Gott anvertrauen. Das war eigentlich dann, es war, glaube ich, ja, Lehrer haben am Mittwochnachmittag frei. Das war an einem, ich glaube, am Dienstag haben wir uns getroffen, am Mittwoch hat dann Jesus sich selbst vorgestellt und in diesem Gebet, das Geri gesprochen hat, und dann begann ein ganz neues, das hat nicht nur mein Leben, aber auch das Gespräch dann am Abend vorher hat auch meiner Schüli eine Lebenswende gegeben, hat das Leben wirklich gewendet. Und da kommen wir natürlich zu einem Thema, das Geri ganz nahe liegt. Das ist die innere Heilung, dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir uns verwandeln lassen in sein Bild von ihm natürlich. Nicht indem wir Regeln befolgen. Ja, mir ging vorhin durch den Kopf, Werner, nur so als, Ja. dass wenn man das hört, wie das ablief damals, wie er, also ein Coaching à la Gary Keller könnte man fast Ja, sagen, ja, oder? ja. Einfach, dass Liebe, also wirklich das zu ergriffen werden von dieser Liebe von Jesus Christus und dann tu, was du willst, also aus diesem Ding, oder? Es gibt doch auch den Kirchenvater, der das so sagte, oder? Liebe und dann Ja, tu, was du willst, ein bisschen. genau. Ja. Ja, Wow. das begann dann ein innerer Heilungsprozess in mir.
Und Seelsorge war ja eben ein Teil. Und er hat ja das auch in Predigten erklärt, dass eben nur aus geheilten Wunden, da meint er seine Wunden natürlich auch oder dann auch meine, erst Heilung fließt von Jesus. Also die von Jesus geheilten Wunden, aus ihnen fließt wieder die Kraft der Erneuerung. Also jetzt sind wir wieder beim Zerbruch. Oder ja. Bei diesem Bruch von Gary. Und den hat Gott wirklich zu einem Quell von Heilung gemacht, wenn man mit ihm sprach. Ja. Würdest du denn heute sagen, dass das auch ein wichtiger Aspekt oder vielleicht der wichtigste Aspekt war, warum er diese starke Ausstrahlung immer wieder hatte? Weil er das auch wie verkörperte, oder nicht? Das würde ich nicht so sagen. Denn, also ich sage mal, was ich glaube, was das Stärkste wirklich von ihm war, also das hat sich einfach ergeben. Und ich glaube, das war auch nicht unbedingt, ja, ich habe mir dann das übernommen, oder? Ich habe die Seelsorge aufgebaut aus meinen Wunden und so weiter. Das war ja meine Berufung, aber ich glaube, seine tiefste Botschaft, die auch alle angesprochen hat, ist das Reich Gottes. Also im Verstehen, dass alle Denominationsgrenzen überspringend der Glaube nicht mehr festgelegt wird in irgendeiner Doktrin oder in einer Abgrenzung. Wir glauben das. Und darum hat er auch die Katholiken, die sind mit einbezogen. Wir haben sehr viele katholische Freunde gehabt. Also es geht darum, dass eigentlich das Reich von Gott unser Denken weit, 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 weit überspringt. Auch unsere Theologien. Und ich glaube, das war sein Anliegen. Und damit sind wir, da kommen wir dann zu den Täufern, die er nach in die Schweiz geholt hat und so weiter. Also auch die Beziehung zur Freikirchen von der Landeskirche und. Ja, Bauernkonferenz und alles mit Versöhnung in alle Richtungen. Ja, genau, Versöhnung. Dieser Leib Jesu, der ja sich immer wieder abgrenzt, dass der mit der Kraft und mit der Schau von dem Reich von Gott, von Gottes Reich, das uns unser Denken weit überspringt. Ich glaube, da war er wirklich ein Durchbrecher, sage ich mal. Oder Jesus war der Durchbrecher, der hier vieles durchbrochen hat, hat natürlich dann auch viele Feinde, die das nicht so sahen, zum Teil ein bisschen von den Büschen hervorgelockt, aber mit der Zeit wurde es dann etabliert. Ja. Lobgottesdienste gibt es überall jetzt. Genau. Ja, und natürlich, wenn wir ein Gespräch führen heute auch über den Gary, dann sollten wir auch Lilo irgendwo erwähnen. Absolut, unbedingt, das geht nicht. Gary und Lilo sind eine von Gott geführte Einheit, finde ich. Oder sie hat die prophetischen Gaben und er ist der Mann, der eigentlich eben das Reich vorantreibt. Und ja, Lilo hat nicht nur prophetische, hat auch seelsorgerliche Gaben. Und diese beiden hat Gott wirklich zusammengefügt als ein Team, das untrennbar in der Schweiz und weit darüber hinaus dem Leib gedient hat. Ja, und Lilo war im Herbst 21 mal hier in Bern bei mir in einem LiveNet-Talk zu Gast. Da ging es Gary auch gesundheitlich nicht so gut, also er konnte auch nicht mehr selbst da ins Gespräch mitkommen. Er sei körperlich schwach, hat sie gesagt, aber sein Geist werde Tag für Tag erneuert. Und das würde mich noch interessieren, wie du das auch als enger Freund erlebt hast, wenn er in dieser Zeit, also das nimmt Bezug auf diese Stelle auch im 2. Korinther 4,16, wie er hoffnungsvoll blieb und körperlich aber stark auch gelitten hat. Dann. Sehr, sehr stark. Ja. Ja, er hat das gelebt und hat das auch gepredigt. Es gab nie ein,
ein Jammer und Gejammer über dies oder jenes, wenn wir miteinander sprachen, sondern es geht eigentlich eher darum, natürlich müssen die Schwierigkeiten angesprochen, die haben wir schon miteinander angesprochen, auch seine, aber die Frage ist eben war immer, wie überwinden wir das durch den Geist, ja. Weil die Seele ist ein bisschen träger und, also ich sage mal, ein bisschen schwerfälliger, sage ich mal, die muss zuerst mit dem Geist gefüllt werden. Und darum war das natürlich ihm auch an erster Stelle. Und das heißt ja nicht, dass man keine Schwierigkeiten mehr hat oder keine auch Schwächen hat, die wir miteinander besprechen konnten, ja, aber es blieb ja nicht bei den Schwächen, sondern eben beim Reich Gottes. Genau. Ja, und wir haben heute als LiveNet-Team auch bewusst so auch nochmal das thematisiert und einfach auch gebetet, auch für, ich meine, dankbar für das Erbe, das er hinterlassen hat, das Vermächtnis, und das ist ja auch hier deshalb diese Sendung heute, Werner, einfach das steht im Zentrum. Und gleichzeitig haben wir auch gebetet für neue solche Väter, also weil das merkt man schon, was das für einen Wert hat. Das sind fast wie Engel irgendwie, auch für mich, über die Generationen eben jetzt. Ja, das brauchen wir. Ja. Absolut, ja. Genau. Es geht natürlich um diese Vaterschaft, die kann man ja bei Geri gut, wenn man sie betrachtet. Die Vaterschaft, ja, wenn ein Kind geboren wird, das geschieht das mit Schmerzen. Und Vaterschaft jetzt nicht, es heißt ja nicht einfach, du, ich weiß, wie der Karren läuft, ich sag dir, was du tun musst, und dann musst du es einfach machen, und dann ist so, Vaterschaft ist ja viel umfangender, also es umfängt eben den anderen, auch in seiner Schwachheit. Der Vater liebt eben auch die Schwachen, ja, ganz besonders. Und ja, Paulus schreibt ja auch davon, oder, dass er eigentlich nicht der Richtige wäre und Gott hat ihn gewählt. Und genauso, das, und diese Vaterschaft ist natürlich ein Ja dazu haben zu den eigenen Schwächen, die mit Jesus gehen, aber auch zu den Schwächen meiner Mitarbeiter, zum Beispiel Teams und so weiter. Und sie ja jetzt nicht einfach sagen, ja, du bist jetzt ein Armer, du bist schwach, sondern dass wir eben Väter werden, deren Arme die Mitarbeiter stark werden. Ja. Werde stark, heißt es ja. Du, mein Kind, werde stark in der Gnade. Ja. Da wird man eben stark. Es ist nicht ein schwächliches sich bemitleiden, dass das jetzt noch nicht der Fall ist. Und, nein, das ist gar nicht das Problem. Aber man muss es ansprechen. Und das konnte ja wirklich gut in diesem Sinn einer liebenden Umarmung. Ja, ja, das ist sehr schön, wie du das formulierst, wie du Worte findest dafür. Und das drückt natürlich auch das durch von dir persönlich wahrscheinlich, was du auch selber geschrieben hast, Familienwerkstatt. Ja. Oder Werdet wie die Kinder, das eine Buch. Ja. Oder, ja. Jetzt das nächste, das herauskommt, heißt wie Träumende, dass wir unser Leben wie Träumende erleben, ja. Erst im Nachhinein merken wir, wo wir waren. Voilà. Ja, und jetzt ist es ja so, wir haben einfach aus Aktualität, habe ich das Gefühl gehabt, hey, die Menschen wollen auch jetzt bereits einfach dem Geri gedenken, und natürlich gibt es dann eine öffentliche Gedenkfeier noch zum Leben und Wirken von Geri Keller. Das ist am 23. Mai um 15 Uhr in der Reithalle Winterthur. Dieser Hinweis soll hier auch gleich platziert sein, kann man auch auf Livestream mitverfolgen. Das wird wahrscheinlich eine volle Reithalle einmal mehr sein noch. Und Herr Werner Tanner, was denkst du so mit Blick auf diese Gedenkfeier? Das weiß ich nicht. Ja, denken soll. Ja, okay. Also ich muss das zuerst
Ja, das hat mich auch Gary gelernt. Also das geschieht nicht im Kopf. Ich muss das irgendwie in mir, muss das zuerst reifen. Ja, das ist zu früh. Ist zu Glaube früh, ich. ja. Sonst würde ich irgendetwas plappern. Nein, das mache ich nicht. Ich weiß es nicht. Ja, Ich bin ja auch genau. Betroffener. Und ja, ich kenne natürlich meine Seele. Ich spreche jetzt halt auch von der Seele. Ja. Ich bin kein Redner. Ja, das könnte ich aber jetzt nicht bestätigen nach unserem Gespräch, Herr Werner. Ja, also wenn, Ja, ja, nein. also wenn es Gott nicht schenkt, gibt es nichts. Genau. Ja, und natürlich, wir haben jetzt gar nicht weitere Leute zitiert. Man könnte aus dem Buch Verstehst, du hast das auch mal erwähnt, dort Ja, hast du ja. auch ein Kapitel geschrieben. Ja, Da ja. könnte man ja unzählige Menschen zitieren und ich hätte, ja, genau, das ist es ja. Der Walter Wieland hat das Ja, das herausgegeben ist dann. lieb, ja, das hat er mit viel Liebe und viel Tausenden von Stunden wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was der Oh. gemacht. Genau, ihn habe ich auch versucht zu erreichen noch heute und er ist in Westafrika im Moment in einem Einsatz. Item ist aber einfach zu sagen, das ist jetzt stellvertretend wirklich für, man hätte locker 50 Leute einladen können in dieses heutige Zoom und das Absolut. wäre, uns, ja, wir hätten lange Zeit gehabt und Genau. alle hätten was beizutragen gehabt, Alle, wahrscheinlich, ja. Genau, man alle. muss dieses Buch lesen, dann merkt man die Weite, oder? Genau. Ja, und ich zitiere zum Schluss nochmal aus der Mitteilung von der Stiftung Schleife, einfach was Sie da auch geschrieben haben. Und das zeigt einfach die Dimensionen und deshalb auch, was für ein Mann Gottes da ja, gegangen ist jetzt und dass wir uns dessen bewusst sind. Sie schreiben hier, in den verschiedenen Orten seines Wirkens wurden viele Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in Kirchen, Denominationen und Werken geprägt, ermutigt und in eine Beziehung mit unserem nahbaren Gott geführt. Er war ein leidenschaftlicher Verkündiger des Evangeliums von Jesus Christus und Botschafter des Reiches Gottes. Sein Dienst der Versöhnung, seine demütige Haltung und seine Liebe zu den Menschen bleiben uns in dankbarer Erinnerung. Ja, Amen. Ich könnte noch etwas, vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber etwas beifügen, was Sie natürlich nicht Gern. sagen und Gary auch nie gesagt hätte und wahrscheinlich nicht glücklich ist, wenn man das so sagt, wenn man es falsch verstehen könnte. Aber ich glaube halt doch, für mich war er ein verborgener prophetischer Mann. Also im Verborgenen. Nicht jetzt, dass er gesagt hat, übrigens morgen wird das und das sein, sondern seine Handlungen, das, was er ins Leben gerufen hat, was durch ihn geboren wurde. Ja, ich glaube, das ist eine Form von Jeremia, sage ich mal, von prophetischer Auftrag, den er hatte. Er würde das nie so sagen. Und trotzdem finde ich, das Wort wird vielen in den Mund genommen und es gibt da verschiedene Vorstellungen, was das ist, aber ich glaube, er hat Dinge ins Leben gerufen und angepackt, die man nur mit einer inneren Schau haben kann vom Leib Jesu. Also eine Liebe zum Leib. Ja, die man nicht nachahmen kann. So würde ich sagen, ja. Und ich war Schön, eben dass, Baruch, ja. hat sogar öffentlich mal gesagt, ja, und der Werner, also das ist der Baruch, mein Schreiber. Ja, Schön. wir haben eine tiefe Freundschaft bis zu den letzten Tagen, sage ich mal, gelebt. Haben unsere Wangen aneinander gedrückt und gewusst, wir bleiben Freunde. Bis zum So, Werner Tanner, herzlichen Dank für Gern dieses geschehen. Gespräch. Also wirklich, ich denke, auch diese Ergänzung jetzt zum Schluss, auch wenn er es vielleicht nicht gewollt Ja, hätte, dass du. es ist ein bisschen krass, aber er wollte es nie, dass man es sagt. Aber ich finde eben, es muss auch mal gesagt sein. Das sagt die Ich. Schleife natürlich auch nicht, verstehe ich ja.
dürfen Absolut. Sie ja nicht. Das ist theologisch wahrscheinlich ein großes, heißes Eisen, aber da ich ja kein Theologe bin, nur ein dummer Volksschullehrer, kann ich das ruhig sagen. Ja, und er würde wahrscheinlich genau... Das muss vielleicht rausschneiden, ich weiß es nicht. Nein, ich denke, ich wollte nur sagen, genau das würde er wahrscheinlich auch jetzt schön finden, dass du den Mut hattest, das so noch zu sagen. Ja, einfach. Ich habe mich oft für ihn eingesetzt, ja, wenn es richtig war. Schön. Herzlichen Dank noch einmal für das Gespräch. Auch dir, lieber Florian. Ja. Und genau auch. Der Bunker, der da im Hintergrund. Genau. Rattert. Und viel Kraft auch bei diesem Trauerprozess dir und der ganzen Familie der Schleife in Winterthur, mit der wir sehr freundschaftlich verbunden sind. Herzlichen Dank. Danke vielmals, lieber Florian. Merci. Also, tschüss. Bis gesegnet. Tschüss, Werner. Danke vielmals. Merci. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.